So, wir sind zurück beim Demexco Live Talk und ich habe wieder spannende Gäste da, aber das ist hier fast schon normal. Und zwar habe ich zwei Herren, die ich auch schon kenne, denn wir haben gemeinsam ein Projekt gemacht und darüber möchten wir jetzt berichten. Neben mir steht der Hubert Baumeister. Er ist Manager für Online-Kommunikation bei Panasonic Europa. Und dann habe ich den Hubert Daul. Christian Daul, Hubert war ja der Baumeister, also den Christian Daul. Geschäftsführer bei Scholz & Volkmar in Wiesbaden. Ihr habt eine Idee ausgeheckt, wir waren ein bisschen dann dran beteiligt, aber was war eigentlich die Aufgabe? Vielleicht erstmal Hubert, was wolltet ihr auf der IFA, der Funkausstellung in Berlin, anders machen als vorher? Also der Auftrag war relativ leicht. Die Besucher, die nicht nach Berlin kommen können, die bringen wir letztendlich zu uns an den Stand. Das heißt, wir haben uns überlegt, zusammen mit Scholz & Volkmar ein Online-Konzept auf die Beine zu stellen, das einem User oder einem Kunden oder einem Besucher erlaubt, der Interesse an unseren Produkten oder an Panasonic im Allgemeinen hat, zur IFA zu bringen, von zu Hause aus. Als die Idee an euch herangetragen wurde, wie war da die erste Reaktion? Ja, wir haben Erfahrung mit solchen Live-Projekten. Wir haben Vergleichbares schon für andere Kunden realisiert. Deshalb waren wir begeistert, weil wir auch wissen, was es kann, was es für Qualitäten hat. Und was uns dann sehr gefreut hat, dass sich das Projekt im Laufe der Zeit entwickelt hat. Das heißt, es war da nicht einfach nur sozusagen, ich bin auf der IFA, sondern ich habe eben die Möglichkeit, wirklich mich zu Produkten beraten zu lassen und echte Fragen zu stellen und das Ganze auch in den Dialog, in den Interaktionen, in ein echtes Beratungsgespräch münden zu lassen. Das war sicherlich ein Highlight dann auch für uns. Was sind denn die positiven Erfahrungen, wenn man sie mal jetzt aufzählt in der Nachschau? Was war für euch, sagen wir mal, also das erste Erlebnis? Man ist ja nach wenigen Stunden, will man dann ja schon wissen, wie sind so die ersten Reaktionen? Und dann zu Hause setzt man hier nochmal hin und dann lässt man einiges sacken. Also muss man zuerst sagen, für uns war das ein komplett neues Projekt. Das heißt, wir hatten auch noch nie Erfahrung mit solchen Projekten, mit solchen Auftritten überhaupt gemacht. Wir hatten eine gewisse Erwartungshaltung, die sich sowohl in Traffic-Zahlen wiedergespiegelt haben, allerdings noch keine Erfahrung in dem Bereich. Als es dann anfing, das Ganze zu funktionieren, dass wir gesehen haben, dass die Leute zu uns auf die Webseite kommen, dass sie Fragen stellen und dass wir halt auch entsprechend die Leute damit erreichen, in Zusammenarbeit mit einem Team, das vor Ort sehr gut alles vorbereitet hat, das gemanagt hat, da war dann für uns auch eben der erste Schritt zu sagen, okay, das wird ein Erfolg. Okay. Erfolg messt ihr dann wie? Wir haben uns zwei Ziele gesetzt. Wir haben geguckt, was wir letztes Jahr im Bereich des Social Communication oder im Social Space an Aufmerksamkeit im Vergleich zum Wettbewerb generiert haben. Wir wussten dort, wo wir stehen, zumindest bis 2010. Und unser Ziel war es eben in diesen Bereichen, in den Sentimenten beziehungsweise eben in diesem allgemeinen Buzz, deutlich besser zu werden. Und das ist uns auch gelungen. Okay. Als Agentur, zunächst, klar, ihr konntet auf Erfahrung aufbauen, habt das schon mal ähnlich gemacht, aber jedes Projekt ist ja ein bisschen anders. Der Kunde hat andere Anforderungen. Ja. Dann kamen wir als TV1 natürlich auch noch ins Spiel, als technischer Umsetzer. Das alles muss ja auch miteinander zusammenspielen. Jeder hat so ein bisschen andere Vorstellungen von seinen Dingen, wie etwas gemacht werden muss. Hochspannend. Aber gab es für euch irgendwo einen Moment, wo ihr sagt, okay, jetzt wird es vielleicht mal schwierig? Oder sagt ihr, lief alles super? Lief alles tatsächlich super. Das sage ich jetzt nicht, weil es angenehm klingt, sondern weil es tatsächlich so war. Ich glaube, eine gute Vorbereitung, auch die Partner rechtzeitig alle an den Tisch zu kriegen, war essentiell. Und das ist gut gelungen. Abstimmung auch mit Kunden und den Erwartungsmanagement. Natürlich auch die technische Abstimmung, das hat alles gut geklappt. Und dann ist natürlich der Moment, das hast du ja gerade richtig gesagt, läuft's, kommen die Leute. Weil das ist der einzige Faktor, den wir eigentlich von unserer Seite auch nicht beeinflussen können. Wir können natürlich ein bisschen Vorvermarktung machen, haben wir auch gemacht, mit dem Countdown und mit dem Vorspiel sozusagen. Aber wir wissen dann nicht, ob es wirklich angenommen wird und was die Reaktion draußen ist. Und umso schöner ist es dann, wenn man merkt, die Schleusen öffnen sich, die Leute kommen rein und wir haben eben nicht diese Englein, die im Raum schweben, weil da gerade nichts los ist, sondern wir hatten eigentlich immer eine gute, gesunde Warteschlange, nicht zu lang, nicht zu kurz, und das war sehr angenehm. Das Konzept vielleicht, ihr habt ja quasi mit uns eine komplette Fernsehsendung produziert, da gab es einen Profi-Moderator und dann gab es Experten, die die Fragen der Zuschauer beantwortet haben. Was mir am meisten am Anfang gefallen hat, war die Bildqualität, oder? Die Qualität war natürlich prima, weil es auch Panasonic-Produkte waren, die wir dann zum Einsatz gebracht haben. Nichtsdestotrotz, wir haben dann festgestellt, dass das, was wir da in dem Zeitraum geschaffen haben, mit einem guten Moderator, der selbst sehr technisch affin war, der einfach Interesse hatte, der die Position des Nutzers eingenommen hat, der die Frage
nochmal ein bisschen lockerer gestellt hat. Wiederum mit sehr charismatischen Erklärern oder Explainern, wie wir sie nennen, aus England, die einfach ein bisschen mit dem britischen Humor das Ganze charmanter gestaltet haben. Hinzusätzlich eben zu der guten TV-Produktion und eben dem kompletten Konzept von Scholz und Volkmar. Das hat einfach alles gepasst. Hört sich an, als ob es da eine Wiederholung geben soll. Das muss, und das war auch ein Punkt, den wir gerade diskutiert haben, die interne Wirkung. Nach außen hin, natürlich haben wir eben die Leute erreicht und Leute haben Fragen gestellt, aber was es intern bedeutet hat für Panasonic als Organisation festzustellen, dass ich mich, wenn ich mich den Kunden öffne, auch dann entsprechend den Kunden erreiche und einfach zuhören kann. Das ist ja das große Thema jetzt hier auch auf der Demexco, diese ganze Thematik Social Marketing, Vernetzung auch mit den Kunden, Feedback. Natürlich jetzt mit Bewegtbild interessiert uns jetzt auch uns selber natürlich besonders stark, weil ich hier emotional transportieren kann. Aber es gibt da keinen Weg mehr zurück, oder? Naja, das ist fast wie bei allen Social-Kanälen. Wenn du mal anfängst, den Dialog zu eröffnen, dann erwartet die Gegenseite eigentlich, dass er weitergeführt wird. Weil das ist das Unhöflichste, glaube ich, was man Menschen antun kann, dass man auf einen Gruß nicht antwortet oder dass man zuerst was sagt und dann irgendwann plötzlich den Dialog einstellt. Also insofern ist es, glaube ich, fast eine Pflicht, bestimmte Prozesse dann weiter zu pflegen und weiterzuführen. Und dem stellen wir uns alle gerne, weil, wie wir hier auch immer hören, der Kunde ist derjenige, der die Marke mitgestalten möchte. Er darf sie nicht führen, vielleicht geht es zu weit, aber er möchte Einfluss nehmen, er möchte mitbeteiligt werden und dem stellen wir uns gerne. Da muss man auch nochmal ein Lob aussprechen, weil geredet wird ja viel und umsetzen ist ja das Nächste. Ja. Er hat es gemacht, letztendlich, wir haben beide davon profitiert, richtig. Er selber natürlich auch, aber es muss natürlich auch immer jemand geben, der dann auch sagt, und jetzt machen wir das auch mal, wir reden nicht nur, sondern... Ja. Wir gucken mal, was passiert. Ein bisschen Risiko ist da immer dabei. Ne? Also das ist nämlich meine nächste Frage. Aus meiner Erfahrung ist es immer oft schwierig gewesen, Kunden zu finden, die sagen, ich habe auch das Rückgrat und kalkuliere auch eventuell einen leichten Fehlschlag mit ein. Du hast es jetzt quasi gemacht, aber wie hast du dich dabei gefühlt? Es war sehr aufregend. Zum einen, weil wir, schon wie vorher meinte, noch keine Erfahrung damit hatten. Wir wussten zwar, dass wir mit Scholz und Volkmar Erfahrung im Live-Talk hatten, nur ist so ein Projekt sehr, also wir sagen, highly customized. Also wir haben die IFA, wir haben unsere Produkte und wir haben eben das Set vor Ort, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen, damit müssen wir zurechtkommen. Und wir sind dann ja ganz gut zurechtgekommen damit. Das heißt, das Risiko, was wir hatten, war nicht greifbar, es war auch nicht kalkulierbar. Aber wir sind es einfach mal eingegangen. Lag auch daran, dass wir eben ein Top-Management haben, die gesagt haben, bewusst gesagt haben, ja, ihr macht es, haben Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen wäre, glaube ich, auch ein Misserfolg. Solange man daraus lernt, eben auch ein Misserfolg gewisserweise akzeptiert wird. Okay, aber es war keiner. Patrice war auch, glaube ich, ein super Griff, weil es natürlich entscheidend ist. Der Moderator. Weil es entscheidend ist, dass jemand auch ein bisschen nicht nur Informationen rüberbringt, sondern auch Entertainment rein, also Infotainment at its best, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ist ja die Messe auch der Unterhaltungselektronik, so ist es. Wie eine Haushaltsgeräte. Richtig, so und wir haben auch ein bisschen wieder versucht, so das Flair von früher wieder mit reinzubringen, auch eine Liveband auf dem Stand zu haben, einfach nicht nur um über Technologie oder Produkte zu reden, sondern auch einfach mal zu zeigen, was es letztendlich auch bedeutet, eben die Technologie einzusetzen. Gut, super. Nee, hat auch Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart ja. und noch schöne Zeit auf der Demexco. Ebenso, danke. Tschüss.